Nachdem Messi es geschafft hatte, nun auch Dos Santos davon zu überzeugen, nach Barcelona zurückzukehren, verabschiedete er sich nun auch von ihm und natürlich auch noch von Mascherano, der leider nicht wieder überzeugt davon war, in Barcelona gespielt zu haben. Und damit ging seine Reise weiter. Von Northampton ging er dann nach Bristol zu Bristol Rovers und dort versuchte er sein Glück, diesmal alle beiden Spieler davon zu überzeugen, hier wirklich wieder zu wechseln, wieder nach Spanien zurückzukehren. Zum einen fand er dort Afelay, ja, ein Niederländer. Er wusste auch nicht so recht, was er hier in England sollte, aber er war sich in ganz kurzer, kleiner Bedenkensweise Erinnerung, dass er doch irgendwo anders hingehörte. Genauso wie sein Kamerad Alexis Sanchez, der Chilene. Ja, er wusste auch nicht, was hier überhaupt geschehen war. Und das Gute war, er fand einen Powerriegel und somit wurde er auch in verbesserter Form beim neuen Club Bristol Rovers dort angestellt. Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Messi sucht sein Team. Wir sind bei den Bristol Rovers und jetzt geht's endlich wieder los. Jetzt ist Messi heiß. Er will natürlich sein Team zurückfinden. Ob wir das schaffen, werden wir dann in den kommenden zwei Partien sehen. Jetzt schauen wir uns erstmal das Team an. Wie ihr seht, relativ gut besetztes Team. Heute spielen wir in einem 4-3-3-System, denn es geht ja um die beiden Außenspieler, Afelay und Sanchez. Und die beiden sind natürlich gut, wenn dann Messi vorne drin steht, dass er dann auch die Neuner-Chemie dort erhält. Jetzt kommen wir erstmal zu den zwei Männern, um die es geht. Und zum einen ist es, ja, wie schon gesagt, Afelay, der Niederländer, als LM hier vertreten, hat hier eine perfekte Chemie. Und als nächstes Sanchez in Form, der durch den Powerriegel hier natürlich richtig abgehen wird. 85.000 habe ich bezahlt und jetzt gehen wir in die ersten zwei Spiele rein. Der erste Gegner hat hier ein komplettes Silberteam. Es sind glaube ich alles Senegalesen. Also richtig geiles Team, habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir gucken uns gleich die erste Aktion an. Vom Anstoß hinweg. Erste Minute, Afelay. Spielen dann erstmal hier ein bisschen hinten rum, versuchen erstmal den Gegner ein bisschen rauszulocken, um dann mit einem tödlichen Pass so nach vorne zu gehen und da kommt er nämlich. Und Sanchez in Form zeigt sein Tempo. 89 Tempo. Führt dann hier den Ronaldo-Job aus, zieht in die Mitte, da ist ganz viel Platz, ganz viel Raum, pum, damit steht es schon 1-0 für uns, dritte Minute, das ging ganz schnell und auch in der nächsten Szene, 24. Spielminute, wollten wir hier den Ball nach vorne spielen, verlieren hier das erste Kopfballduell, verlieren das zweite Duell, nehmen den Ball schlecht mit und dann ist der Gegner durch und der Gegner schießt und ja, da hat man ganz großes Glück, unser Keeper hält das Ding ganz sicher. Nächste Situation, 27. Spielminute, hat dann hier Messi den Ball, setzt sich hier klasse durch, hackt dann ein, macht die Schussfinde, sieht Alexis Sanchez, macht hier sein zweites Tor, nein, macht er nicht, dann klärt er das Ding, dann ziehen wir von etwas weiter hinten ab und dann steht er da, Messi mit seinem nächsten Tor, Nummer 11. Das war natürlich auch verdient und 43. Spielminute, das Spiel ging immer weiter, hier Eckball und dann Konter. Und dann wissen wir, Messi ist spritzig, Messi ist schnell, Messi guckt, Messi schießt. Und das nächste Tor, Nummer 12, ist dann natürlich auch hier entstanden, richtig starke Partie wieder von ihm. Und 50. Spielminute, das war noch nicht alles. Afelay hier ein wunderschöner Übersteiger, dreht sich dann, zieht das Ding ab. Schöner Longshot-Versuch, aber leider geht das Ding nicht rein. Nächste Szene, 55. Spielminute, unser Gegner kommt hier zum Kopfball. Und das macht er gut. Das macht er gut, Anschlusstreffer 3-1 in der 55. Spielminute. Aber das Spiel dürfen wir nicht mehr verlieren. 3-1, wir gucken es uns nochmal in der Wiederholung an. Die Entstehung, pam, und dann steigt er nach oben und macht das Tor. 70. Spielminute, wieder Konter nach einer Ecke. Der Spieler war richtig gut drauf und ganz besonders Messi macht hier plupp sein drittes Tor. In diesem Spiel richtig starke Aktion wieder von ihm. Also dieser Gegner war sehr konteranfällig, hat dann auch sehr viel durchgelassen und hatte dann am Ende auch gar keine Lust mehr, so wie wir es jetzt in der nächsten Szene sehen. 78. Spielminute, das ist Messi, macht hier einen wunderschönen Berberspin, geht hier weiter, macht hier einen kleinen Job, verliert den Ball, kriegt den Ball wieder und dann ist er da, der Afelay, dann lupft er und da geht er nicht rein. Da haben wir nochmal die Zeit und Norburn, den kennen wir ja aus der FIFA Academy, passt zu Messi. Goal!
Tor Nummer 4 durch Lionel Messi. Unglaublich, was er hier leistet. Richtig, richtig starke Partie. 4 Tore und ja, man muss einfach sagen, Bristol lebt. Messi lebt, Sanchez lebt, Afellay lebt. Richtig stark gemacht hier, wunderschön drüber gelupft. Und damit ist das Spiel auch zu Ende. Wir gewinnen das Ganze 5:1. Messi-Zähler liegt zurzeit bei 14. Und jetzt kommen wir gleich in die nächste Partie. Kommender Gegner ist der Jesus. Hat hier auch ein richtig gutes Bundesliga-Silberteam mit Kakao als ZOM, der aber nicht als Stürmer umgeformt ist. Deswegen nur die 92 Chemie eigentlich. Und dann geht's gleich los wieder. Erste Minute, Anstoß hinweg. Wir haben da immer wieder ein Feuerwerk abgeliefert. Übersehen, Norburn auf Afellay. Afellay setzt sich richtig stark durch. Macht da richtig gut Tempo mit dem Hacke zu Hacke, mit dem Berberspin. Spielt den Ball dann innen auf zu Messi. Messi kriegt den Ball irgendwie. Der Ball wird abgeblockt. Und dann geht's aber noch nicht in die andere Richtung, denn wir fangen uns hier wirklich richtig gut den Ball durch Smith ab. Da ist er wieder da, der Außenverteidiger spielt dann wieder auf Messi. Lass mal prallen, Norburn, Messi, Brown, Messi. Messi zieht das Ding ab und damit gibt's Ecke. Und damit war die erste Szene hier erstmal vorbei und dann geht's weiter. Sanchez, nächste Szene, 13. Spielminute, kriegt man hier durch Glück irgendwie den Ball. Messi macht das richtig stark und da außen zieht er wieder Sanchez. Und Sanchez, zweites Spiel, zweites Tor, kann ich euch echt nur empfehlen. Ein richtig, richtig guter Mann. Damit steht es hier in der 14. Minute 1:0. Der Gegner hatte kaum Chancen und das sehen wir auch in der nächsten Szene hier. Abstoß durch unseren Keeper. Dann gewinnen wir hier das Kopfballduell, gewinnen wir das zweite Kopfballduell und dann spielen wir raus auf Smith. Und Smith geht. Smith macht Tempo, spielt dann auf Sanchez, Doppelpass, richtig gut gespielt. Und dann kommt er hier mit dem Torhüter raus und das sehe ich. Und dann flanken wir das Ding rein und... Goal! Ja, ja, wer steht da? Es ist Lionel Messi, 15. Tor in der 3. Episode. Richtig, richtig stark. Ich weiß nicht, was viele an Messi hier in Game meckern, aber dieser Typ ist einfach unglaublich stark. Und damit steht es 2:0 und dann passiert nämlich Folgendes. Zack, der Gegner raged. Und ich habe mir überlegt, wenn man einen Rage Quit haben in der Folge, ziehen wir auf jeden Fall Packs. Packs, Packs, Packs. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen den Barcelona-Spieler. Das wissen wir nicht. Und dann gucken wir uns das rein. Hier 200 Münzen kriegen wir und dann ziehen wir 2 Packs von den 7500 dann. Ihr seht, mein Münzenstand ist nochmal enorm gestiegen. Das seht ihr dann auch am Freitag. Pack Opening Time. Da ist dann richtig was los beim BPL-Team. Und da haben wir hier. Ja, Ljubic, ja, ist natürlich nicht das Wahre vom Ei. Muss man einfach so sagen. Haben wir hier noch Engine. Speichern erstmal alles im Verein, da ja zurzeit eh alles kaum was wert ist. Und dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch haben. Falcao auf dem Pack, Falcao drin. So wie es bei FIFA 14 am Anfang nämlich war. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Ich würde mich richtig wieder über 25 Likes freuen. Hier haben wir auch nichts Gutes drin. Ja, kommentieren, abonnieren. Was jetzt noch irgendwie ansteht, Verbesserungsvorschläge, haut sie einfach mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Goal war leise genug. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Ultimate Aussie. Ciao.